Halten den Bau. Fertig mit Jungs. Thank you.
Hello. What's your name? Fabian Duro. Fabian Duro, where are you from? Tirana, Albania. Albania, yes. Very cool skills you have so shown much. with your how long I started in 2009, so it's 8 years now. Yes. Every day practice. Are you every day here in Munich and Marienplatz? What is your route? I don't live here. I just come here sometimes. Okay. How much do you earn for one day? Oh, it depends. It's not exactly. On Saturday is the best day. But on weekday, maybe like 100 or something. You are have no winter clothes. It's not cold for you? When you play, it's not cold. If when I finish, I put on my jacket, everything. Okay. And how old are you? Now 28. 28. Very good. Thank you for your skills. Thank you so much. Very good. Yes, sir. Video? Also wir haben den jungen Mann gesehen, er ist 28, er kommt aus Albanien und hat uns ganz, ganz tolle Tricks mit seinem Fußball gezeigt. Und er steht hier am Marienplatz in München, in der Münchner Innenstadt. Und ja, zeigt tolle Tricks mit Fußball. Die Leute sind recht begeistert. Es sind immer wieder Leute, die stehen bleiben und dann eben ihm auch was hier in seine kleinen Spendenmütze reinschmeißen. Ja, und ich habe ihn vorhin gefragt, ob es ihm denn nicht einfach friert, weil er hat ja nur eine kurze Hose an. Bei Minusgraden hier in München, es ist bittereisig kalt. Aber er meint, ihm ist nicht kalt. Er spielt gern Fußball und dann bleibt es warm und kalt ist es ihm auch nicht. Hier liegen seine Sachen, ein bisschen was zum Trinken hat er natürlich auch dabei, eine Apfelschorle, ein paar Vitamine für zwischendurch. Ja, wie viel er so am Tag gespendet bekommt, weiß man jetzt nicht genau. Er hat gemeint, es kommt immer auf den Tag drauf an, aber er hat schon gesagt, Samstag ist der beste Tag für ihn. Natürlich Samstag, Klassiker, ist hier meistens los in der Innenstadt. Und man trifft ihn immer wieder, aber er reist eigentlich durch ganz Deutschland. Er ist in mehreren Städten am Start mit seinem Fußball, mit seinem Rucksack. Ja, schöne Geschichte und wir würden sagen, damit sagen wir einfach mal Servus hier aus München, aus der Innenstadt am Marienplatz und schauen mal, vielleicht sehen wir heute im Laufe des Tages noch andere interessante Straßenkünstler hier in München am Marienplatz.